Grüß euch, ich bin die Resi Oma und ich möchte heute in Christian Topfenknödeln zeigen. Und du tust jetzt da 5 Decker Butter runter. Genau, dann schneide ich da wieder unsere 50 Gramm Decker runter. Da brauchst du ein Messer, schau, das ist eh fest. Das geht eh, ja. Schau, jetzt schneide ich mir überhaupt mit der Verpackung. Mit der Verpackung? Ja, das hat mir auch mal gesagt, okay, dann kannst du genau auf den Strich schneiden, der was da jetzt da drauf ist. Schau. Genau. Und dann ist nicht nur weniger Umputzerei. Schau. Hat das 5 Decker? Ja. Das magst du gar nicht mixen. Genau, ich habe genau beim Strich geschnitten für 50 Gramm. Mhm. Okay, verlass mich auf die. Ja, so, das muss jetzt einmal so schaumig rühren. Schaumig rühren. Ob das schaumig wird. Sicher, also gute Butter. Ja. Dann gib mir den Zucker dazu. Zuerst muss das einmal schaumig sein, ja? Aber den Zucker können wir gleich mal dazu da, oder? Der kommt, wenn das schaumig ist, gib mir den Zucker dazu. Dass es schaumig ist. Naja, wenn das was wird. Ja. Ich glaube, wir können gleich ein wenig dazu tun, also dann wird es ein wenig mehr Masse, ja, weil ich genau. Der Würzfrei nicht. Nehmen wir mal einen kleinen Zucker. Okay. Wie viel ist denn das? Hast du das schon gewogen? Das sind 6 Decker. Ja, da ist es. Das haut ja so umeinander. Mhm. Ja, es wird aber schon schlammig, schau. Ah ja. Ja, das kann ich halten. Mhm. Dann Salz kommt mir auch gleich reingeben. Salz auch gleich? Vergessen wir noch gleich, ja. Okay. Da haben wir vielleicht die Sämebreisung, können wir auch entweder Sämebreisung oder Topfen, gebe ich dir die Sämebreisung rein. Okay? Mhm. So. Jetzt da haben wir Topfen rein. Mhm. Ja, so fällt ja super. Ja, es wird schön cremig mit dem Topfen gleich, oder? Wunderbar. Dann noch 10 Liter, oder? Dann haben wir alles. Den zweiten Topf mal gleich, oder? Alle, dann haben wir eine kleine. Aber jetzt, dann haben wir das ein wenig Wasser. So. Gut. Dann fährt man das ein Nass da. Ja. Jetzt wird das ein bisschen reingezogen. So, jetzt sind wir so gut hier noch, oder? Das schaut schon wunderbar schaumig aus. So, aber einen Weizengrieß hast du noch gesagt, gell? Ja, natürlich. Und den werde ich jetzt wiegen. Mhm. Aber sollte nie gleich wiegen, dann braucht man nicht für einen Anker. Okay. Schau, aber ich stehe schon neben der Waage, übergebe ich das dir. 10 Decker. 10 Decker. 10 Decker sind 100 Gramm, gell? So. Wie sieht das schön ausgeht. Ja. Perfekt. Jetzt mix hier einmal, weil mit den habe ich eh noch frei. Den Grüß kann ich einladen, oder? Ja. So, sehr gut. So, und jetzt machen wir den einen rein und dann tun wir mit dem Kochlöffel weiter. Mit dem Kochlöffel tun wir weiter, genau. Okay. Wieso? Ja, das ist dann mehr untergekippt. Okay. Schau, ich habe schon einen Kochlöffel. Du hast schon. Schau, du tust das einfach runter und dann klopfst du es ein wenig aus. Ja, so, halt im, ja, so machst du, schau. Genau. So. Achtung, das stellen wir da um. Okay. Jetzt klopfen wir ein wenig. Gut. So, genau. Jawohl, das schmeißen wir in den Tabasch. Und dann hört man das mit dem Kochlöffel. Und dann muss man das eine Stunde quellen lassen, rosten lassen. Rosten? Okay? Mhm. Kannst du wieder eine Stunde rosten. Ja, aber geht der auf, der Tag? Wenn wir den rosten Nein, lassen. Der geht nicht auf. Aber der muss auch rosten. Der muss quellen. Gell? Quellen, okay. Der Grieß. Achso, der Grieß saugt sich ein wenig an. Oder genau, wer? Die Säume bräseln. Und dann kann man schöne Knödel formen. Okay. Sollen wir das zudecken oder lassen wir freilich, das offen stehen? Ein Geschirrdeckel, da hole ich uns gleich eins. So. Geschirrhangerl. So. So. Genau. Schön schaut das aus, gell? Das ist ein schöner Tag, gell? So. Gut. Passt.
Passt, dann tun wir das Geschirrtuchchen drauf. Jetzt? Und wie lange sagst du, lassen wir rosten? Eine Stunde. Das ist lang. Eine Stunde lang rosten lassen. Genau, passt, dann aber finde das ich gehört, gehört halt einfach so. Ja. Kannst jetzt ein Mittagsschlafferl machen. So, der Knödelteig hat jetzt gerost und jetzt werden wir probieren, das Knödel machen, gell? Ja, wie tun wir da? Ich glaube, das Wasser kocht schon. Das kocht auch schon, ja, schau, okay. Wie das kocht. Da können wir jetzt eh aber da während wir das tun, oder? Machen wir mal ein Probeknödel, oder? Probieren wir es einmal, gell? Mhm. Ja, das macht man nämlich so. So, dass es so halbwegs rund ist, gell? Mhm. Dann legt man den rein. Und dann, es ist untergegangen und der wird auch wieder schwimmen jetzt dann. Der wird auch wieder schwimmen dann. Nur dabei ist er nicht zu fallen. Schau, er fängt schon schwimmen, er kämpft schon. Ja, er kämpft. Er möchte schon rauf. Er kämpft wirklich, ja. Ich glaube, wir können die machen. Ich bin sicher. Ja, du hast die Löffel da ins Wasser tun, dass es nicht picken bleibt drauf, oder weißt du? Warum ich bin ja genau, du probierst da jetzt an. Ich probiere jetzt auch an, ja, aber ich probiere noch schöner wie dein. Ja, aber so. Nicht so viel. Nein. So, das ist schön genau. Auf die Löffel, aber das rund machen ist auch ein wenig. Ja, das ist ein wenig Joch ist das schon. Der Christ schon gehabt. Nein, schau, das wird schon. Jetzt so. Ja, da bist du geschickt, ich weiß nicht. So. Dann probier das einmal. Weiß einmal. Geht nicht von Löffel, aber meiner. Ah, wohl, jetzt schwimmt schon. Nein. Aber ich immer wieder so schön rund machen. So, lass mich, du da jetzt vielleicht ein bisschen umgehen. Jetzt denken wir uns an ihr, gell? Schau, ich tue das genau. Einfach da herum. Weil ich mir platzt da eh nichts habe. Jawohl. Ah, der kommt, die gehen so schnell rauf. Mhm. Und dann lassen wir es nur ein paar Minuten drinnen. Mhm. Und dann sind sie fertig. Ja, und da weil wir die drinnen haben, was tun wir mit der Pfanne? Ah, mein Gott, am Butter zu lassen. Am Butter zu lassen, ja schau, da haben wir schon was zu tun, weil die Knödel warten müssen. Genau, und die passt da auf die Knödel auf und die lass und du hast die Bröseln anrösten. Ja, das tue ich. Schau her, jetzt muss ich da wieder auftragen. Da kann ich mir ruhig ein bisschen Butter nehmen, weil Bröseln brauchen wir ein wenig mehr. Bröseln brauchen wir ein wenig, gell? Nehmen wir ein wenig Butter, dass Bröseln ein wenig das aufsaugen können. Genau. Butter haben wir noch nie gespart und den Schmalz, gell? Wir haben jetzt den. Aber da kann ich da die Bresen dazu zum Butterherz, oder? Ja, das darf es scheine geben. Und das tue ich ein bisschen auch rösten, oder? Ein bisschen rösten, ja. So, die Knödel sind jetzt fertig. So, das muss man ein bisschen abtropfen lassen. Mhm. Weil. Dass du jetzt ein bisschen drehen. Genau. Ein bisschen drehen. Das sind okay, du kannst es eh noch drin lassen. So. Okay. Muss man immer da so abtropfen lassen. Bei jedem Knödel ist das so. Fischknödel oder sonst. So. Genau. Und dann tun wir noch. Und schau, und jetzt lasse ich dir das und ich richte uns dabei. Schau was her, wo wir es auch richten können. Teller herrichten. Wir müssen auch richten können. Jetzt haben wir vier Knödel, da isst okay. Jeder von uns zwei, oder? Nehmen wir sie zwei Teller. Ja, genau, die essen wir zwei, weil wir uns so geblockt haben. Perfekt. Wir haben uns ja sehr bemüht. So. So, das und tun wir auch da um. Da gehört ein Fruchtspiegel dazu. Ein Fruchtspiegel, genau. Und den haben wir da. Das ist aus Marill und Zucker. Aus Marillen und Zucker einfach. Genau, nehmen. Tut man einfach aufkochen. Da kannst du aber andere Beeren auch nehmen. Du kannst aus Erdbeeren, aus Himbeeren oder mischen. Das kochen wir auf und das gibt man da dazu. Wir haben halt heute Marillen. Mhm. Gell? Und das laden wir da einfach hin. Da vorne hier ein Lackerl? Ja, genau, ein Lackerl. Da vorne ein Lackerl. So, stopp. Marillen. Mehr muss, glaube ich, nicht sein, oder? Ja. Nein, mehr muss nicht sein. Da ein Fruchtspiegel. Genau. Dass das mit den Bresen ein wenig fest ausschaut, gell? So, jetzt können wir noch, was können wir denn noch drauf tun? Staubzucker? Aha. Da könnte man wegen der Blume drauf tun, ja, oder? Du mit deinen Blumen, ja, du drauf eine. Erlaubst mir's? Sicher. Ja, ich liebe Blumen. Genau. Wenn da du Blumen eh drauf tust, dann tue ich noch so ein spezielles, da gibt es extra Gewürzmischung von Nachspeise, Blumenblüten, Gewürzmischung. Schau, das da wir da ein wenig drauf, Bresen auf paar Seiten.
Schau her, du kannst mir da ein wenig helfen. Ja. Also die Pink legen wir mal auf jeden Fall da her. Ach so, muss ich gleich machen ja, wie du. Ja, ist egal, du kannst es andersrum herlegen. Da, Blau da mal dazu. Die Blumen machen halt alles. Macht alles ein wenig schöner, gell? Schaut alles gleich ein wenig schöner aus. Aber wirklich. So, und jetzt lasst euch schmecken. Und die Rezepte gibt es wie immer auf www.lustaufsland.at. Gell, Mama? Genau.